Sie sollte rund 2 Tonnen Proviant, Werkzeuge und wissenschaftliche Geräte zur internationalen Raumstation ISS bringen. Doch nur 2 Minuten nach dem Start ist die Trägerrakete Falcon 9 explodiert. Three, two, one. Ignition sequence start and liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket, adding to the International Space Station access for future American rockets. Die unbemannte Trägerrakete sollte den Raumfrachter Dragon der privaten Betreiberfirma SpaceX zur ISS befördern. SpaceX-Chef Elon Musk teilte per Twitter mit, es habe einen Überdruck in einem oberen Flüssigsauerstofftank gegeben. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt. Die Astronauten an Bord der ISS hätten zwar noch ausreichend Vorräte an Bord, trotzdem ist der Unfall ein herber Rückschlag für NASA und SpaceX. Im April scheiterte der Start eines russischen Raumfrachters und im Oktober explodierte ein Raumschiff des US-Unternehmens Orbital Sciences. Der nächste Versuch soll am 3. Juli starten, dann mit einem russischen Progress-Raumschiff.